Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Eva und zeige dir kreative Inspirationen und Möglichkeiten, hauptsächlich aus Papier oder Naturmaterialien, die ich gesammelt habe. Zuerst möchte ich mich ganz herzlich bedanken für eure lieben Kommentare. Das hat mich sehr, sehr gefreut. Motiviert mich natürlich auch sehr, hier weiterzumachen, weitere Videos zu drehen. Da ich sehe, dass ein gewisses Interesse da ist. Dann zum Dialekt. Ich war ja 3 Jahre in Hamburg und wenn ich in Hamburg auf Schweizerdeutsch geredet habe, dann kam ziemlich wenig beim Gegenüber an. Also werde ich jetzt im Moment weiterhin auf Schriftdeutsch sprechen und werde schauen, ob sich das bewährt, ob sich was tut bei den Zahlen, die das Video schauen. Ansonsten werde ich weiterhin auf Schweizerdeutsch sprechen. Das eine oder andere Wort wird sicher weiterhin auf Schweizerdeutsch sein. Nun, um was geht es heute? Ich habe es angekündigt, heute geht es um die Maisblätter. Davon habe ich nochmals gesammelt. Ziemlich viel. Was ich damit mache, das zeige ich dir heute. Ich habe 3 Ideen, die ich dir zeige. Ich habe an und für sich das Video schon abgedreht, aber irgendwie finde ich diese Aufnahmen nicht mehr. Also muss ich einen Teil heute nochmals drehen. Werde ich natürlich machen. Du darfst gespannt sein. Wir sehen uns am Schluss nochmals und dann würde ich sagen, viel Freude beim Zuschauen. Die erste Inspiration, die ich dir zeigen möchte, dass ich aus den Maisblättern einen Kranz mache. Wenn du jetzt keinen Römer hast, also so einen Strohkranz oder Styropor, kannst du den ganz einfach mit Zeitungspapier machen oder Verpackungsmaterial oder du könntest auch Stoff nehmen, Stoffresten, egal. Einfach, was du gerade zu Hause hast. Ich zeige dir jetzt mal ganz kurz, wie ich so einen Aufbau mache aus Papier. Wir starten. Thank you.
die erste Idee mit dem Kranz, die hast du jetzt gesehen. Und nun kommen wir zur zweiten Idee. Und zwar habe ich die Spitzen vom Mais oben abgeschnitten, da die sehr schön waren, und habe damit so Untersetzer gemacht. Das ist ein ganz kleiner, weil ich das getestet habe. Du kannst den natürlich so groß machen, wie du magst. Wie das geht, das zeige ich dir. Und zwar habe ich die einfach alle abgeschnitten. So. Was du brauchst, ist ein Draht. So ein feiner Draht. Und dann habe ich das folgendermaßen gemacht. Du nimmst, ich habe jetzt hier so etwa 3, du kannst die Dicke selber bestimmen, wie du das magst, und wickle den Draht einfach drumherum. Und füge immer wieder 1 dazu oder 2. Schauen. So. Und wickle weiter. Ich schaue auf welche Seite. Ja, so. Und das machst du so lange, wie du magst. Oh, heute komme ich nicht zu meinem Video. Heute ist ein Tag. Ich komme zu nichts. Ständig werde ich gestört. Gar nicht gern. So. Wieder geht's. Also. Das machst du so lange, bis du die gewünschte Länge hast, wie groß dein Untersetzer sein soll. Das mache ich jetzt hier nicht ganz fertig. Ich zeige das an einem großen. Das ist einfach eine Möglichkeit, dass du diese Maisblüten auch verwenden kannst für so einen Untersetzer. So. Du kannst es grundsätzlich mit allem machen, was du findest. Also ich wickle ziemlich alles und mach was draus. Ich sag, es wird chaotisch.
Ich habe jetzt mit den Maisblättern das mal gewickelt. Oh. Und möchte das nun auf diese Pappe kleben. Du brauchst Heißlim. Pistole. Also, Heißlim, Pistole. Und ich habe das jetzt nicht in Form geschnitten, da ich ja nicht weiß, wie groß das wird, und schneide das einfach am Schluss ringsum ab. Aber so habe ich genug Platz und lass mich überraschen. Aha, man wird nicht mehr, man wird nicht jünger. So, schau ich mal. Also das ist ein bisschen am Anfang ein bisschen quickie. Einigermaßen rund ist. So. Dann nun kommen wir zur dritten Inspiration. Und zwar habe ich hier ein Gefäß, das habe ich gefertigt, auch aus Zeitungspapier. Das sieht so aus. Und ich dachte, ich könnte hier was ganz Einfaches, Puristisches machen, also auch etwas, das sehr schnell geht. Und wie schon erwähnt, das sind ja diese Spitzen vom Mais. Ich finde die ideal als Füllmaterial. Und hier habe ich noch die Kürbisse, die ich auch aus Zeitungspapier angefertigt habe. Dazu gibt es nächste Woche ein Video, wie man diese herstellt. Dann versuche ich mich mal in meiner Kreativität, ob die Idee, die ich habe, auch funktioniert.
Zufälligerweise habe ich hier aus Holz ein irgendwas, ein Tabla auf Füßen oder wie man dem sagt, und das passt genau hier drauf. Und nun meine Idee, dass ich die hier reinsetze und dann noch mit Gräsern leicht ausdekoriere. So, wir starten und mir fehlt eine Schere. Tjo. Ich kürze die einfach auf die Länge, die ich haben möchte. Setz die einfach so ins Gefäß rein. Mir ist das noch ein bisschen zu hoch. Ich mache die noch etwas kürzer. Und vor allem die hier will ich nicht. Also ich möchte es eher etwas kompakter haben. Einfach so, wie es dir gefällt. Und ich habe mir vorgestellt, dass ich hier noch diese Gräser reinmache. Mal schauen, ob mir das gefällt. Ich habe hier jetzt noch einen Kürbis reingetan. Muss man nicht, man kann den auch rausnehmen, man kann was anderes reintun. Ich lasse es mal beim Kürbis. Jetzt wäre schön, hier noch ein Band oder ein Seil. Eins, das natürlich passt, das passt jetzt nicht ideal. Und dann... So könnte man das machen. Ist jetzt natürlich alles sehr, sehr schlicht und alles Ton in Ton. Man kann noch Hagebutten nehmen, habe ich leider gar keine hier, die man hier ringsum machen könnte. Natürlich, wie gesagt, ein Seil, das passt, oder ein Band oder was dir gerade gefällt. Oder man kann es natürlich auch ohne Kürbis machen, dann ist es sehr, sehr, sehr schlicht. Was hatte ich noch? Man kann hier noch so eine Tassel, sagt man, glaube ich, anmachen, so eine Tassel.
kann sehr vieles machen, aber das soll dir nur zeigen, dass du aus diesen Maisspitzen, Blüten, dass du die auch verwenden kannst und wirklich mit wenig Aufwand was Schönes machen kannst. Und dann kann man das hier so draufstellen. Und schon hast du ein ganz einfaches, zeitloses Arrangement. Und du kannst das natürlich immer verändern. Du kannst die Gräser natürlich auch in einer anderen Farbe besprühen. Oder auch die kannst du besprühen, ganz wie es dir gefällt. Aber das ist so eine Basic, wo man drauf aufbauen kann. Darum geht es mir. Einfaches, kleine Inspiration. Ja, ich würde sagen, das waren meine drei Dekorationsinspirationen. Dann, das ist hier auch aus den Maisblättern. Das sieht so aus. Hinten habe ich eine Pappe. Du kannst auch einen Stoff nehmen, einen dickeren Stoff oder Jute. Ich hatte jetzt einfach gerade das zur Hand. Das sieht man so nicht, aber es ist schön stabil. Du kannst das an die Wand hängen, wenn du mehrere machst. Du kannst es als Unterlage benutzen. Du kannst es als Tischset benutzen. Es gibt ganz viele Möglichkeiten. Hier ist der kleine, wo ich auch aus dem gemacht habe. Da hatte ich noch ein bisschen Restleder. Das habe ich hier hinten drauf geklebt. Das war das und das. Und den Kranz habe ich gerade nicht zur Hand. So. Und eine Sauerei. Und kein Licht. Ich habe wieder kein Licht. So. Nein, so sieht man es nicht. Nun gut. Das sind nun meine drei Inspirationen aus Maisblätter oder Maisspitzenblüten. Es war mein mühsamstes Video. Zuerst habe ich meine Dateien nicht mehr gefunden, aus welchem Grund auch immer. Dann wurde ich sicher viermal unterbrochen mitten im Dreh, was sehr mühsam ist. Also die Konstellationen da oben waren nicht gerade auf meiner Seite. Ich hoffe, beim nächsten Video geht das besser. Dann zeige ich dir noch ganz kurz. Ich war wieder natürlich auf dem Spaziergang, habe ein paar Gräser gesammelt. Und ich will dir einfach damit zeigen, dass man kein Geld braucht, um schöne Dekorationen zu haben. Dass wirklich alles in der Natur wächst, was man braucht dazu. Da habe ich jetzt einfach eine Steckmasse reingetan und habe die Gräser reingesteckt, wie sie mir gefallen. Und schon hat man eine kleine, schöne Dekoration für zu Hause. Das als kleine Inspiration dazu. Und dann noch was, wenn du irgendwas zu Hause hast, wo du gesammelt hast oder wo du mal gekauft hast und weißt nicht so richtig, was du damit anfangen kannst, dann schreib mir doch das bitte unten in die Kommentare. Und ich schaue, ob ich da was zeigen kann. Und natürlich freue ich mich, wenn du meine Arbeit unterstützt mit einem Like oder mit einem Abo. Darüber würde ich mich sehr freuen. Und nächsten Sonntag sehen wir uns wieder. Dann geht es um den hier. Dann würde ich sagen, bleib kreativ, umarm deine Liebsten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen. Geschafft! Ich bin froh, dass das Video abgedreht ist.